Hallo, ich bin Stefan Ehrmann von Mac & I und ich habe hier gerade ganz frisch das neue Apple TV aus der Post gezogen. Und das packen wir jetzt mal aus und schließen es gleich an. Das Gerät selbst kommt wie üblich in einer völlig überflüssigen Plastikfolie. Daneben haben wir die Fernbedienung, die neu ist. Apple nennt die Siri Remote. Gibt eine kleine Bedienungsanleitung, ein Lightning-Kabel, das Netzkabel. Das war's. Das neue Apple TV ist etwas dicker als das alte. Es gibt aber noch einen weiteren, gar nicht mal so unwichtigen Unterschied zwischen den beiden. Es fehlt nämlich ein Anschluss bei dem neuen, der SPDIF-Anschluss für Digitales Audio Out. Also ein Anschluss, mit dem Leute den Ton direkt abgreifen und zum Beispiel mit ihrem Verstärker ausgeben können. Das macht das neue nur noch über HDMI. Wer also einen geeigneten Fernseher hat, hört den Ton einfach über den. Es gibt natürlich auch Verstärker, die den Ton einfach aufsplitten. Und wer keinen geeigneten Verstärker mit HDMI-Eingang hat, der braucht ein zusätzliches kleines Gerät. Das nennt sich HDMI-Audio-Extraktor oder HDMI-Splitter. Gibt es ab 20 Euro. Ich habe hier so ein Billiggerät aus China. Da steckt man einmal HDMI rein und auf der anderen Seite kommt HDMI wieder raus und da gibt es dann eben auch diesen zusätzlichen SPDIF-Anschluss. Kleiner Praxistipp nebenbei. Die neue Apple TV-Oberfläche ist etwas moderner geworden als die alte, aber man findet sich als Besitzer des älteren Geräts sofort wieder darin zurecht. Das gibt das übliche, die übliche Übersicht von Spielfilmen aus dem iTunes Store, von Fernsehsendungen aus dem iTunes Store. Das überträgt das Gerät alles jeweils aus dem Netz. Man kann Fotos abrufen, Musik. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied gegenüber dem alten Gerät, nämlich den App Store. Ich kann also auf dem neuen Apple TV erstmals Apps aufrufen. Darunter auch solche, die ich schon mal gekauft habe. Zum Beispiel für mein iPhone oder mein iPad. Aber natürlich auch jede Menge neue. Da haben jetzt in der Zwischenzeit, in den letzten Wochen schon viele Entwickler eine ganze Menge an ersten Apps bereitgestellt. Man sieht hier zum Beispiel Netflix oder Mediathek-Apps von Fernsehsendern, aber natürlich auch Spiele und alles mögliche andere mehr, auch ein paar Anwendungs-Apps. Das ist ganz ähnlich wie beim iPhone und iPad. Also es gibt kostenlose Apps und solche, die Geld kosten. Die billigsten fangen bei 99 Cent an. Nach oben gibt es wahrscheinlich keine Grenze. Aber ich denke, 8,99 Euro oder 2,99 Euro für so ein Spiel, das ist so ungefähr die Bandbreite, in der wir uns bewegen werden. Das Herunterladen von Apps, die ich schon mal gekauft habe, ist im Grunde kein großer Akt, weil man ja die Apple-ID schon beim einmaligen Einrichten des Geräts eingegeben hat. Man drückt einfach auf das Icon und ruft dann Installieren auf. Dann dauert es einen kleinen Augenblick und dann kann man die App auch schon öffnen. Hier jetzt beispielsweise eine Rezepte-App. Die neue Fernbedienung für das Apple TV sieht etwas anders aus als die alte, ist auch ein bisschen größer und hat zwei, drei Knöpfe mehr. Vor allem aber hat sie hier oben einen Touchscreen, den ich zum Beispiel mit dem Daumen bedienen kann oder den ich auch für Spiele nehmen kann, indem ich die Fernbedienung quer halte. Da ist auch gleichzeitig ein Button integriert. Ich kann hier also klicken und mich so dann eben auch durch die ganzen Apps und Spiele bewegen. Alternativ kann ich das Apple TV mit einem Game Controller bedienen, der von Apple zertifiziert sein muss. Das bedeutet, er muss ein sogenanntes MFI, wie Made for iPhone, Logo
haben. Und da kommen dann solche handelsüblichen Game Controller mit allen möglichen Knöpfen und Joysticks in Frage. Die ersten Apps unterstützen diese Controller auch bereits. Ja, die Attraktivität des neuen Apple TV steht und fällt natürlich mit den Apps, die es dafür geben wird. Das sind jetzt schon sicherlich 100 oder sowas, die heute jetzt zum Verkaufsstart bereitstehen. Ich habe hier schon 3 oder 4 mal heruntergeladen. Da ist alle mögliche Spielkram dabei, zum Beispiel hier so ein dreidimensionales Labyrinth, mit dem ich eine Kugel bewegen kann, wie auf so einem bewegbaren Holzbrett, indem ich die neue Fernbedienung neige. Aber auch alle mögliche andere Kram, zum Beispiel hier das bekannte Autorennen Asphalt, mit dem man dreidimensional über irgendwelche Autorennstrecken rasen kann. Das ist sicherlich Gewöhnungssache, bis man sich an die Bedienung dieses neuen Eingabegeräts gewöhnt hat. Aber es geht gar nicht so schlecht. Durch einen langen Drück auf die Menütaste kommt man jederzeit wieder zurück in die Apple TV Bedienoberfläche und kann dann andere Apps aufrufen. Ich kann natürlich im App Store auch suchen. Wenn ich den Namen einer App, für die ich mich interessiere, bereits kenne, oder ganz wichtig, die neue Fernbedienung enthält auch eine Siri-Unterstützung. Ich kann also per Spracheingabe Inhalte suchen, indem ich zuvor einmal den Siri-Knopf drücke. Das ist der mit dem Mikrofon. Zeige mir alle Filme mit Arnold Schwarzenegger. Das klappt ganz gut. In welchen Filmen hat Till Schweiger mitgespielt? Was noch nicht geht, ist die Suche nach Musik. Apple Music ist noch nicht auf Siri vorbereitet. Das will Apple demnächst nachrüsten. Ohnehin dürfte man früher oder später mit den ersten Erweiterungen und Ergänzungen von tvOS, so nennt Apple das Betriebssystem des neuen Apple TV, rechnen. Vor allem aber, wie gesagt, werden demnächst ganz viele tolle neue Apps und Spiele für das neue Apple TV erscheinen. Und wir werden uns die nächsten 2 Wochen ungefähr ausgiebig damit beschäftigen, die alle ausprobieren und das Apple TV einem gründlichen Test unterziehen, den ihr dann in der nächsten Mac & I Ausgabe 6 2015 lesen werdet. Tschüss!